steht, dass Sirius Black aus dem Zauberergefängnis Azkaban ausgebrochen ist. Da ist noch nie jemand ausgebrochen. Vor 12 Jahren tötete Black 13 Menschen mit einem einzigen Fluch. In Hogwarts sind wir bestimmt sicher. Was ist los, Harry? Ron, ich habe gestern gehört, wie dein Vater über Sirius Black redete. Das Zaubereiministerium glaubt, er sei hinter mir her. Black ist geflohen, um dich zu suchen? Oh, Harry, du musst wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Such bloß keinen Ärger. Ich suche keinen Ärger. Meist findet der Ärger mich. Aber sie werden ihn doch fassen, nicht wahr? Ich meine, die Muggel suchen ihn doch auch alle. Krätze, komm zurück! Kannst du auf dieses Monster nicht besser aufpassen? Beruhige dich, Ron. Du willst doch Professor Lupin nicht aufwecken. Keine Sorge, Ron. Wir helfen dir bei der Suche nach Krätze. Na, ihr Muggel, willkommen zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Mal wieder. Diesmal aber die PC-Version. Wir haben damals die... Könntest du mal kurz die Schnauze halten? Ich würde hier gerne die Anmod machen, ne? Das ist ja schon ziemlich cool von dir. Ich wollte sagen, wir haben damals die PS2-Version fertig geletsplayed. Und jetzt ist die PC-Version dran. Die Version, die von den ganzen deutschen Let's Playern mitunter am meisten Let's Played wurde. Natürlich bin ich jetzt auch mal dran. Wenn schon nicht wirklich viele dieses Spiel mittlerweile wieder Let's Playen, dann kann ich das ja auch mal machen. Ja, bessere Texturen, 60 FPS eingestellt, Breitbild, gefixt etc. Alles gemacht. Für ein rundes Erlebnis, sage ich mal. Und man sieht, die Character Models sind aus... Also sind die gleichen wie bei beim PS2-Teil. Wobei ich sagen muss, dass die Animationen teilweise ein bisschen weird sind. Die sind so ein bisschen steif. Da fand ich sogar die PS2-Version ein bisschen besser von der Grafik her. Ich meine, hier sind die Texturen ein bisschen hochauflösender, aber auch jetzt nicht mehr zeitgemäß, finde ich. Diese Tür ist verschlossen. Ja, dann würde ich gerne alle Humore machen, aber darf ich anscheinend nicht. Diese Tür ist verschlossen. Der Professor pennt da hinten. Alles klar, machen wir. Dann gehen wir mal weiter. Können wir denn mit euch reden? Na? Okay, ein dreckiger Slytherin, der nicht mit uns reden möchte. Ich habe eben Rons Ratte den Flur runterlaufen sehen. Netter Hufflepuff, kennt man, Ravenclaw. Ich würde an deiner Stelle die Ratte suchen, Harry. Ja, ist gut. Du solltest sie nicht als Erster finden. Okay. Freust du dich auf dein drittes Jahr in Hogwarts, Harry? Ja, schon. Bin gespannt, wie dieses Spiel mir gefallen wird. Ich habe es halt lange nicht mehr gespielt. Ich habe es nur einmal durchgespielt. Dementsprechend habe ich nicht mehr so viele Erinnerungen leider an dieses Game, aber ich bin guter Dinge, dass es vielleicht eine runde Reise wird, gell? Hey Goyle, schau mal her. Draco sucht noch. Wow, Ron mit seinem leeren Kopf direkt vor mir einfach. Da sieht man, wie viel in seinem Gehirn drin ist, nämlich gar nichts. Ach Ron. Immer Kamera geil. Krummbein versteht einfach nicht, dass er Krätze nicht jagen darf. Dort läuft er! Türen öffnest du mit dem Alohomora-Zauber, Harry. Drücke zum Aktivieren deines Zauberstabs die linke Maustaste. Halte sie gedrückt, während du die Maus bewegst, um mit dem Zauberstab zu zielen. Yo, what the fuck? Ron macht einfach Double Time. Ich könnte fast ein Ripper werden. Da ist er. Hermine? Alles klar bei dir? What the fuck? Wir können über das Gepäck klettern, Harry. Wir müssen nur drauf zugehen und können dann anfangen zu klettern. Ich meine, ich weiß, du bist eine Hexe, aber du brauchst trotzdem nicht da rumzuglitschen, ja? Oh, okay, das war der Teil, wo Harry richtig weird gestöhnt hat. Oh Mann, das kann eine Reise werden, du. Dann los. Du gehst voran. Geh auf die Kisten zu und drücke die rechte Maustaste, um zu springen. Rechte Maustaste wie gewohnt, machen wir. Lass uns diese Vertigo-Spuren mitnehmen. Fred und George geben uns dafür ein paar fiese Sachen in ihrem Laden. Jawohl, auch in diesem Teil gibt es wieder ein paar Bohnen, die wir auf jeden Fall mitnehmen werden. Und wie Ron schon gesagt hat, bei Fred und George einlösbar.
Ja, der Pult so, machen wir. Leider haben wir kein Flipendo mehr. Aber dafür den Pult so nehmen wir auch gerne. Auch wenn ich sagen muss, dass ich Flipendo vermissen werde. Nice, ein paar Bohnen. 9 Bohnen hätten wir aktuell. Da werden wahrscheinlich auch wieder ein paar Bohnen sein. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Danke. So, dann lernen wir auch mal grundlegend, dass wir Türen aufmachen können, generell Schlösser aufmachen können mit Alohomora. Und dadurch können wir hier ein paar Bohnen schnappen, nehmen wir natürlich alles mit. Ob ich 100% machen werde, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, ob man in dem Teil irgendwie eine krasse Belohnung dafür bekommt. Wie zum Beispiel in Teil 2. In Teil 2 hattest du eine schöne Belohnung bei der PC-Version. Mit dieser Challenge, sage ich mal. Und ja, müsste ich mal gucken. Ich werde mich wahrscheinlich die nächsten Parts über mich mal ein bisschen erkunden. Wenn wir durch dieses Speicherbuch gehen, aber vorerst bräuchte ich jetzt eigentlich nicht 100%. Und wenn es halt nichts bringt, dann natürlich überhaupt nicht. Aber mal gucken, ne? Na klasse. Kretze ist hinter diese Wand gelaufen. Also Ron, du solltest deine Ratte wirklich mal trainieren. Wow, ein magisch verschlossener Schrank. Wir müssen alle drei gleichzeitig zaubern, um ihn zu öffnen. Ich fang an, ihr kommt dazu. Alter, was für Facial Expressions hier haben, ne? Das sieht halt echt nicht gut aus, Alter. Die sind so richtig steif und vor allem Hermine, ne? Die sieht die ganze Zeit so aus, als ob sie uns einfach verschlagen möchte. So richtig schlecht gelaunt. Hallo, Alohomora! Was ist denn das? Ein Wasserspeier, was sonst? Verwende Lumos auf ihn, Ron, und ein geheimer Bereich erscheint. Hä? Ron? Du hast es letztes Jahr uns beigebracht. Dass man durch Wände und so gehen kann mit Lumos. What the fuck? Das hast du mittlerweile wieder vergessen? Schwach. Also wirklich schwache Leistung. Da sieht man, Ron hat wirklich nichts im Hirn. Und das war nicht ohnehin umsonst leer eben. Liegende Bücher. Wisst ihr alle noch, wie man den Pult so wirkt? Ja, in etwa wüsste ich das noch. Nice. Das war richtig klasse. Was? Oh ja. Okay. Was war das denn für eine Freude von ihm? Er platzt ja richtig vor Energie gerade. Dieses, oh ja. Oh Bruder, also das Voice Acting ist halt echt nicht gut in diesem Game. Echt nicht gut. War die PS2-Version auch so Panne? Ich kann mich halt nicht mehr gerade erinnern. Aber ich hoffe mal nicht. Die geben uns nach der Begegnung mit... Dieser Waggon ist mir unheimlich. Was ist in diesen Käfigen drin? Wir sollten ganz bestimmt nicht hier sein. Wir können Kretze nicht zurücklassen, oder? Los, kommt schon. Hier gibt es super viele Kreaturen, wie es aussieht. Die Abteilung mit den ganzen Tieren der Schüler. Schlangen. Ich glaube, es waren nur Katzen, Eulen. Und ich glaube, Frösche gestattet. Als Haustiere. Und nicht irgendwie Schlangen und hast nicht gesehen. Vor allem nicht Bücher. Okay, hier gibt es anscheinend nichts zum Zaubern leider. Da können wir einfach weitergehen. Na, wen haben wir denn da? Potti und das Wiese. Ich hätte wissen müssen, dass dieses traurige Exemplar von Ratte etwas mit dir zu tun hat. Draco Malfoy, hat man dich also in den Tierwaggon gesperrt, ja? Hohohoho, Harry, was war denn das? Sie waren so edgy. Nehmt euch jetzt bitte. Oh nein, was ist das bloß für ein monströses Buch? Also ich glaube, das ist eine Ausgabe des Monsterbuchs der Monster. Harry, solltest du mal vielleicht versuchen als Rapper, dann irgendwelche Diss-Tracks gegen die Malfoy-Familie schreiben. Ich meine, ey, komm, Harry. Scheiß auf die Karriere als Zauberer.
Werde einfach fucking Cloud Ripper. Dann kannst du auch Voldemort richtig schön niederrappen. Wobei ich aber sagen muss, dass Fresh die natürlich am besten ist. Klasse, Leute! Darf ich jetzt schreien? Ron, du musst wirklich an der Genauigkeit deiner Zaubersprüche arbeiten. Eine Bildkarte. Die sammle ich total gern. Wenn wir Hogwarts genau durchsuchen, finden wir garantiert alle 80 Sammelkarten. Okay, es gibt 80 Stück. Wir können in die Universitas schauen, nachdem wir eine Sammelkarte aufgehoben haben. Drück die Escape-Taste und klick auf das Bild der Karte oben im Bildschirm. War das nicht sogar Herbo der Üble? Full Bird, Fearful. Er war so Angst, er war so schreckhaft, dass er nie irgendwie aus dem Haus ging. Und ist gestorben, nachdem ein Verteidigungszauber zurückgeschossen ist. Und das Dach quasi auf ihn draufgefallen ist. Nicht gerade irgendwie eine Art zu sterben, die irgendwie cool ist. Okay. Eine Angsthase, der nicht aus dem Haus gehen wollte, gestorben an seinem eigenen Dach. GG. Fritze! Du hast uns ganz schön Ärger gemacht, du nutzlose Ratte. Los, lasst uns in unser Abteil zurückgehen, bevor uns jemand vermisst. Oh, das tat gerade so ein bisschen weh in den Ohren. Was ist los? Harry? Die Pulso! Ron, blockier mit allen Mitteln die Tür! Ich hole Hilfe! Die Tür blockieren? Was ist da draußen? Okay, wir drücken mal alles, was wir da haben. Gibt's sonst noch was? Nee, ne? Ich sehe gerade kein anderes Depulso-Zeichen. Doch, da. Oh, fuck. Okay, ja, dann, ja, Harry, ne, du musst halt sterben. So, hier war ein Depulso-Zeichen. Alter, der Dementor, der rastet aber gerade schon ordentlich aus, du. Jo, ist klar. Was für ein fucking Skelett-Ding. Wie ein Dementor, der einfach nur ein Bettlaken über sich hat. Zerfickt einfach diese komplett fette Tür. Uns hier versteckt Sirius Black unter seinem Umhang. Geht! Harry, alles in Ordnung? Ja, was ist passiert? Was war das für ein Wesen? Ein Dementor. Einer der Dementoren von Azkaban. Wir sollten zurückgehen. Wir sind gleich in Hogwarts. Geht es dir wirklich gut, Harry? Gut, mir geht's gut. Harry, Ron und Hermine waren froh, wieder in Hogwarts zu sein. Harrys Begegnung mit dem Dementor hatte keinen schweren Schaden hinterlassen, außer einem wachsenden Gefühl der Angst. Die drei Freunde eilten zur ersten Unterrichtsstunde, denn sie wollten ihren Unterricht endlich fortsetzen. Ich bin Professor Lupin, euer neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Unsere erste Stunde behandelt den Carpe Retractum-Zauber. Ron Weasley, kommst du bitte nach vorn? Ich? Sind Sie sicher? Hermine ist bei Zaubern viel besser. Du schaffst das schon, Ron. Geh einfach durch diese Tür und fang an. Professor Lupin? Willkommen zur Carpe Retractum-Aufgabe, Ron.
In dieser Aufgabe sind 10 Aufgabenschilde verteilt. Einige sind gut versteckt. Finde alle 10 Schilde, um in den Bohnenbonusraum zu gelangen. Findest du beim ersten Versuch nicht alle Schilde, kannst du immer wiederkommen. Du beendest die Aufgabe, indem du den letzten Schild aufsammelst. Fangen wir also an. Carpe Retractum erfüllt 2 Hauptzwecke. Dich an etwas heranzuziehen oder etwas zu dir hinzuziehen. Such dir eine Statue, auf die du den Zauber richten kannst. Schau, was passiert. Habe ich wieder Zeitdruck oder darf ich chillen? Und sehr, sehr interessante Design-Choice, sage ich mal, dass Ronald Weasley anscheinend den Carpe Retractum-Zauber lernt. In dem PS2-Teil war das, meine ich, Harry Potter. Aber okay. Aber okay, das ist cool. Man fliegt automatisch dagegen. Du bist halt einfach fucking Spider-Man. Auch an einigen Hebeln ziehen. Such einen an einem Elastofeld. Oh, Elasto gibt's auch mal hier. Haben wir auch im zweiten Schuljahr gelernt. Zuerst zauberst du Elasto auf das Feld. Damit es fehlt, dann springst du auf das Feld, um in die Luft zu hüpfen. Ja, Professor, ich. Maustaste zu springen. Professor, ich weiß, wie Elasto funktioniert. Ich würde mich hier gerne nur kurz ein bisschen umgucken, weil Geheimnisse. Kannst du auch Dinge an dich heranziehen? Such dir ein Ziel für den Zauber und klettere dann drauf. Okay, man wird quasi hier an der Hand geführt, sage ich mal vorerst. Ist gar nicht mal so verkehrt, möchte ich meinen. Für Neulinge, die zum Beispiel Teil 1 und Teil 2 nicht gespielt haben, ist das eventuell was Nettes, dass einem quasi alles beigebracht wird. Da wir aber schon auf meinem Kanal natürlich auch die ersten 2 PC-Teile ebenfalls Let's Played haben, wissen wir das natürlich schon. Aber, hey. Du kannst über solche Löcher springen, Ron. Halte Pfeiltaste oben gedrückt, um auf sie zuzulaufen. Wenn du den Rand erreichst, halte die Pfeiltaste gedrückt und spring mit der rechten Maustaste. Ja, eigentlich schon süß, wie er das erklärt. Ich meine, okay, ist halt für kleine Kinder gedacht, ne? Aber ich sag mal so, oftmals sind kleine Kinder motorisch gesehen nicht so krass unterwegs und verkacken gerne mal alles. Oh, wir haben sogar ein Secret gefunden. Glaube ich zumindest. Ja, das ist ein Secret, würde ich an der Stelle sagen. Können wir uns mal schön hier rüber schwingen. Und einfach diese Kiste aufmachen. Okay, bedeutet das ein Secret? Ja, das ist die Anzahl an geheim gefunden bzw. bleibenden Sachen im Level. Also wir haben 1 von 5 Geheimnissen in diesem Level gefunden. 4 Geheimnisse gibt es also noch zu finden. Das ist schon mal gut zu wissen. Zack. Retraktum kann auch bei bestimmten Seilen verwendet werden. Versuch es mal. Auch bei diesen Dingern, ne? Ich habe halt die Befürchtung, dass dieser Wichtel quasi gleich da nochmal vorbeikommen wird. Und es richtig brutal aufs Maul geben wird. Aber hey. So, das Ding nehmen wir mit. Gibt es hier eventuell irgendwie eine versteckte Wand? Sieht nicht danach aus, nein. Boah, ich merke, wie die Steuerung richtig schwammig ist. Ein bisschen schon challenging, meiner Meinung nach. Da fand ich sogar die Steuerung aus Teil 2 ein bisschen besser. Professor Lupin? Oh, ein Imp. Das Ding sieht nicht sehr freundlich aus. Das ist ein Imp, Ron. Vorsicht, er könnte explodierende Zauberknallbonbons nach dir werfen. Deine Zauber sind nutzlos gegen ihn. Die Zauberknallbonbons dürfen dich nicht berühren, wenn sie in der Luft sind. Du kannst sie aufsammeln, wenn sie zu Boden gefallen sind. Sei aber vorsichtig. Bist du nicht schnell genug, explodieren die Bonbons. Okay, cool. Die Mechanik aus, aus dem PS1-Teil quasi. Perfekt, Ron. Und jetzt zum wirklichen Leben. Wirkliches Leben? Gibt es auch falsches Leben? Frage wäre, ab wann ist denn ein Leben falsch? Aber okay. Das wirkliche Leben dann. Ausgezeichnet, Ron. Alles klar. Kürbispasteten. Die sind viel mehr wert als Bohnen. Hallo. Ach okay, Kürbispasteten sind auch eine Währung. Ich dachte, die sind nur dazu da, irgendwie Leben zu füllen. Hallo.
Aber anscheinend haben sie doch eine Währung. Warum auch immer. Aber okay. Dann ist das halt so. Leider kein Geheimnis hier. Also nicht, dass ich hier irgendeinen sehen würde. Na ja, komm, geh mal hoch. Das Geräusch ist nicht das, was ich denke, oder? Oh doch, Wichtel. Na? Ja, warum funktioniert das nicht? Okay, deren Hitbox ist echt nicht gut programmiert worden, leider. Man muss quasi auf den Kopf zielen, damit man die treffen kann. So richtig, richtig weird. Die sind im Laden von Fred und George bestimmt viel mehr wert als Bohnen. Alohomora! So, machen wir jetzt mal Alohomora. Gibt's hier was Besseres? Oder nur Früche wirklich? Ja. Leider nichts Krasses. Aber das ist okay. So, an der Decke gibt's auch nichts. Nee. Da können wir getrost weitergehen. Ah, wobei hier... ein paar Bohnen könnte man da auf jeden Fall rauskriegen. Oh ja. Die kotzen sehr, sehr viele Bohnen. Oh, und dafür gab's uns schon sogar einen Punkt. Das war aber kein Secret, nee. Okay, wir merken uns, wir sollten am besten wirklich alles, betätigen, damit man die Herausforderungsdinger kriegt. Da bin ich mir nicht sicher. Frag mich ja, wie das in dem Teil ist mit Secrets. Okay, das zählt sogar als Secret. Oh, sogar eine Bildkarte haben wir dafür bekommen. Oh, sogar zwei Stück. Sir Herbert Varney? Sir Herbert Varney. Oh, geil, okay. Wird sogar vorgelesen. Für untote, kurzlebiger viktorianischer Vampir, der in London während der 1880er Frauen auflauerte. Wurde von einer Sondereinheit der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe gefangen und zur Strecke gebracht. Das ist ein sehr, sehr geiles Feature. Das werde ich definitiv positiv in meiner Review verfassen. Dass die Bildkarten sogar von dem Erzähler quasi vorgelesen werden, dann muss ich ja nicht übersetzen und vorlesen, es ist ja Premium. Amarillo Lestode, 1776 bis 1977. Verräter amerikanischer Vampir. Schrieb Monolog eines Vampirs, mit dem er Leser so langweilen wollte, dass diese erstarrten und leichter Opfer für Vampire wurden. Cool. Warte mal, kann ich hier... So, eigentlich müsste es so okay sein. So. Wir haben sogar drei Bildkarten, das habe ich halt gar nicht mal realisiert. Da merkt man, wie ich am Pennen bin einfach. Weil das kann man, glaube ich, mal verkraften. Oh, fuck. Oh, lol. Ich weiß nicht, wie ich überlebt habe. Ich hab irgendwie Glück mit Löffeln gefressen. Okay, Notiz, man kann sich auch durch dieses Capere-Traktum richtig mies hieten. Sollte ich mir eventuell merken. Wie? Imagine, Alter, du fliegst irgendwie durch die Fensterscheibe. Na, wäre schon cool. Ob Hogwarts für sowas haften würde? Vermutlich nicht, ne? Meine, wie reagierst du als Lehrer bei sowas? Wenn du sagst, oh, mein Schüler ist aus dem Fenster geflogen. Er dachte, er wäre Spider-Man und ist dann einfach durchgekracht. Weiß ich nicht, ob das so funktionieren würde. Wäre auf jeden Fall schon schwierig. So, sonst gibt es hier nichts. Da können wir weitergehen. Nochmal die Bohnen hier mitnehmen. Erde mit. Ich frage mich, was für Sachen es im Laden von Fred und George gibt. Vielleicht gibt es irgendwas Cooles.
So, da können wir doch mal ziehen. So, haben wir hier vielleicht an der Decke irgendwas? Ja, wir haben hier was an der Decke. Dann gehen wir mal ganz kurz hier hoch. Und das war sogar ein Geheimnis. Geheimnis Nummer 3. Oh, das sind viele Bohnen und sogar noch eine Bildkarte. Yo, Alter, okay. Man kann hier auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen finden und man wird anscheinend auch belohnt. Da haben wir sogar noch eine Vampirkarte bekommen. Graf Vlad Dracul, geboren 1390. Berüchtigter Vampir, der als Vorlage für Bram Stokers fiktiven Graf Dracula diente. Vater von Vlad dem Fähler. Okay, das ist ziemlich cool. Nee, nicht Main Menu. Wir wollen nicht rausgejätet werden. So ein bisschen kann der Part noch gehen. Ja, von mir aus noch die Challenge machen und dann denke ich, reicht das für den ersten Part. Wobei das vielleicht ein bisschen zu kurz ist, aber vielleicht auch nicht. Ja, müsste ich gucken, wie lange ich die Parts diesmal machen möchte. Das ist eine Feuerkarte, Ron. Hat die auch explosiven Dünches wie in Teil 2? Aus dem Arschloch, Professor. Ja, komm, schaffen wir. Ja, auch diesmal haben sie explosiven Dünches. Und da wir das nicht sauber machen wollen, schmeißen wir die einfach ins Loch. So, wie es sich gehört. So, noch mehr explosiver Dünches. Erstmal hier schön durch das Loch. Okay, man darf sogar Rictus Semper spammen. Das ist ziemlich cool. Sehr angenehm. Okay, da war ein Sicherheitsfrosch quasi. Habe ich nicht mal gebraucht. Ich meine, ich bin ja kein Amateur. Ich bin schon Elite-Zauberer. Man könnte meinen, ich wäre ein Auror. So, da warten wir mal kurz. So, nochmal Wichtel, die wir abschießen. So, die Frage ist... Kann ich da rüber? Ja, da kann ich rüber. Ich habe diesen Stein dann nicht sofort gecheckt. Ja, dafür bekomme ich auch nochmal Frösche. Es ist schon ein bisschen lame. Es ist halt Kindersicherung pur an der Stelle. Aber okay. So, das nehmen wir mit. Dann eigentlich darüber, ne? Ich hoffe mal, dass ich das jetzt nicht bereue. Dass ich da direkt hochgesprungen bin. Sieht aber ziemlich gut aus. So, noch eine Feuerkrabbe, die wir einfach wegeaten können. So, da haben wir eine Treppe, die wir quasi damit erschaffen. So, und da oben habe ich gerade auch noch ein Secret, glaube ich, gesehen. Die Springgeräusche von Ron hören sich auf jeden Fall besser an als die von Harry. Die von Harry sind halt, ja, echt Panne, würde ich sagen. Klingt halt wirklich so, als ob du irgendwie was in den Hintern geschoben bekommst. Leider Gottes, muss ich es sagen. Aber hey, wenn er das cool findet, dann gönn dir. Meint es ja nicht so wirklich. So, jetzt gehen wir auch darüber. Noch das Ding schnappen. Das war kein Geheimnis. Echt nicht? Nee. Zwei Geheimnisse haben wir noch vor uns. Okay, ich dachte schon, das war's gewesen, aber nee. Es geht doch noch weiter. Ron meinte ja so, hey, es geht hier raus.
Und es ging dann halt doch nicht raus. Und da hoch können wir uns pullen. Oh, okay, ich sehe schon. Da hätten wir so einiges. Warte mal, kann ich hier den Spider-Man-Move machen? Nee, okay, das reicht leider nicht. Oh. Wir könnten da runtergehen. Ich hoffe mal, dass es nicht richtig ist. Also, dass wir nicht direkt richtig gehen. Ah, siehst du. Da draus wird ein Schuh. Jetzt können wir einfach da hochgehen. Und zumindest diese Belohnung hier schnappen. Und vermutlich diese Kisten dann dadurch öffnen. Naja. Damn, das... Alter, das sind... Das sind nicht gerade wenige, du. So. Denke mal, dass wir dadurch alles haben. Ich sehe hier eigentlich nichts Verdächtiges. Nö. Da können wir weiter. So, da oben drüber könnte eventuell irgendwas sein. Wie, wir schauen uns mal um, gell? Ja, da auf jeden Fall ein Punkt schon mal. Okay, das scheint so weiter zu gehen, aber wir wollen vorerst mal nicht weitergehen. Wir wollen halt wirklich, wenn es natürlich geht, alles hier sammeln. Und auch alles finden. Ah, komm ich ran? Ja. So. Das scheint ein Secret zu sein. Lol. Ui. Schönes Geheimnis. Wieder mit einer Bildkarte. Sehr, sehr geil. Lady Carmilla Sanguina. 1561 bis 1757. Badete im Blut ihrer Opfer, um ihre jugendliche Schönheit zu bewahren. Ja, wenn die Monatsblutung nicht mehr reicht, dann beschmiert man sich halt mit dem Blut anderer. Kann man auf jeden Fall mal machen. So, ansonsten, hier ist nichts. Da haben wir einen Punkt. Nice. Dann können wir eigentlich genauso gut wieder zurückgehen, ne? So, zum Glück sind wir da nicht durchgegangen. Weil es sah halt nach dem richtigen Weg aus, wegen diesem Speicherding ist da. Deswegen ziemlich gut, dass ich das noch gecheckt habe. Meine Sicherheit hätte dann einer von euch schon geschrieben, so, hey, du hast da wieder was übersehen. Aber diesmal ging das noch ziemlich fit. Oh, fuck. Lol, zwei auf einmal. Richtig gut. Ich bin einfach ein Profi, ja. Komm, gib die Scheiße her. Ja, diesmal leider nicht zwei auf einmal, aber besiegt haben wir sie dennoch. Oh nein, nicht. Fichteln auch noch, okay. Interessant, wie sie mit den Gegnern hier gerade spammen. Nice, noch mehr Boden, nehmen wir mit. Also man kann das immer noch anzaubern. Faustregel, wenn man das Ding anzaubern kann, dann zauber es einfach an. Und du hast nichts zu verlieren. Und, das war auch richtig, nämlich noch eine Bildkarte. Blatt wie ein Blatt, geboren 1923. Bekannt als Vampir aus der Tiefe. Sang mit klangvollem Bass für seine Opfer, bevor er sie... Was, bevor er sie gefickt hat? Ne, bevor er sie in den Nacken gebissen hat, okay. Hallo, Hurra!
So, da war sogar noch ein Secret. Mit lecker Kuchen. Und mit einem Punkt. Zack. Ja, nice, dann haben wir fast alles, gell? 5 von 5 Geheimnis und 9 von 10 Punkten. Wir haben wirklich fast alles gefunden. Das ist eigentlich super geil. Capere Tractum. Lumos. Capere Tractum. Capere Tractum. So. Wenn wir schon fast alle Punkte haben, dann werden wir vermutlich auch fast fertig mit diesem Dungeon sein. Da sind wir sogar in der Länge in etwa so weit, wie ich es mir vorgestellt habe, für einen Part. Also ziemlich ordentlich. So, wir ziehen mal an jedem Seil, das wir finden. Ah, Feuerdurchfall, die schießen wir wieder weg. Das war anscheinend eine Falle. Na, wobei. Brauchen wir, um da rüber zu kommen. Oh lol, Alter. Ich dachte, ich flieg gleich runter. Glück gehabt. Aber Ron ist auch so richtig wanky einfach. So richtig, richtig glitchy und ekelhaft. Aber gut. Wir hätten damit die Herausforderung erfolgreich bestanden. Sehr schön. Wir haben alles. Sehr gut, Ron. Und du hast alle 10 Aufgabenschilde gefunden. Du kannst also in den Bohnen-Bonusraum gehen. Oh, den gibt's auch, okay. Wow! Das hier ist der Bohnen-Bonusraum? Ganz genau, Ron. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Elast, hip. Ah, hip. Okay, versuchen wir mal unser Glück. Alter, richtig verkackt jetzt schon. Holy shit, einfach verkackt, weil ich nicht auf dem Feld landen konnte. Lol, ich hab die Bohnen nicht gekriegt. Scam! Das ist ja richtiger Scam, Alter. What the fuck? Wie ich diese Scheißbohnen einfach nicht bekommen hab. Das ist ja ein richtiger Scam. Selbst diese Inder mit dieser Windows-Hotline ist ja mehr real als das. Junge, ich fühle mich gerade wie so ein Pole. Einfach alles in die Tasche und rennen. Füllen sich die Bohnen wieder nach? Bin doch eben hier durchgelaufen, oder? Zumindest könnte ich schwören, dass ich hier durchgelaufen bin. Aber okay, ich beschwere mich definitiv nicht, Alter, wenn die Bohnen sich wieder von alleine auffüllen. Ich habe leider auch keine optimale Route, weswegen ich vermutlich nicht so geil performe gerade. Es gibt leider keine Sprint-Taste, ne? Ja, komm, die paar Bohnen, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Nice. Denke, lässt sich sehen. Das war einfach klasse. Wo sind wir? Durch diese Türen gelangen wir zu jeder Zauberspruchaufgabe, die wir gelöst haben. Versuche es noch einmal mit der Capere Tractum-Aufgabe, wenn du möchtest, Ron. Oder wir laufen ein bisschen rum. Ganz wie du möchtest, Ron. Wir können ein bisschen rumlaufen, du. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Zumindest wollte ich sagen, würde ich gerne noch einen Speicherpunkt finden. Schau, ich glaube, wir sind im Nebenzimmer herausgekommen. Ich habe von diesem Raum gehört.
Diese Porträts sind Abkürzungen zu jedem Stockwerk im Schloss. Ich frage mich, wie wir an die Passwörter kommen. Harry Potter, genau nach dir habe ich gesucht. Hallo Fred, wo ist George? Kümmert sich oben um den Laden. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für dich, Harry. Die Karte des Rumtreibers. Damit findest du dich in Hogwarts zurecht. Wow, danke Fred. Um diese Karte zu öffnen, kannst du jederzeit die Tab-Taste drücken. Komm, folg mir nach oben. Ich führe dich zum Laden. Okay, aber wie es weitergeht, das werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.